Da sind wir wieder bei Pokémon Let's Go Pikachu. Und wie ihr seht, Shilock ist jetzt mein Partner, der mir auf Schritt und Tritt folgt. Wir sind in Orania City und wie versprochen, heute erkunden wir mal hier die Stadt. Okay. Das war jetzt pure Intention. Ich habe die Kisten untersucht und einfach mal A gedrückt. Und siehe da, da war ein Item. Gucken wir mal, was der alte Herr hier zu sagen hat. Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lasse mein Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. Aha. Macho, Macholo. Macholo ebnet munter vor sich hin, singt das Land. Na, scheint ja Spaß zu machen. Wenn sich austoben kann. Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig, fast schon schleimig. Da fällt mir ein, wusstest du, dass Slimer aus dem Schlamm im Meer entstanden sein soll? Interessante Überleitung. Muss man ja sagen. Okay, eine Schönheit. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Aha. Aber recht hat sie. Die... Wobei... Das ist eigentlich eine gute Frage. Sind die Pokémon von Team Rocket automatisch böse? Nur weil Team Rocket sie benutzt? Oder werden die Pokémon von Team Rocket einfach nur ausgenutzt? Gegen ihren Willen. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Ein gutes Beispiel dafür ist Team Rocket. Sie handeln mit Pokémon. Sie stehlen sie und versuchen dann, sie teuer zu verkaufen. Kaum zu glauben, oder? Und genau das meinte ich gerade eben. Missbrauch von Pokémon. Oh, das Lockpuffer können wir mittlerweile auch kaufen. Gut, gut. Gut zu wissen. Falls wir auf Jagd nach seltenen Pokémon gehen, könnte das ganz schön praktisch sein. Hafen von Orania City. Hier geht's nach zur Route 11. Da ist ein stärkerer Trainer. Und hier ist die Dicta-Höhle. Dicta. Ich würde sagen, wir gucken uns erst aber die anderen Sachen an. Was haben wir hier? Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Tau! Ich würde so gerne auf der MS Anne durch die Welt reisen. So könnte ich überall Freunde finden. Nido! Okay. Hören Sie es aus. Schade, schade. Wie gut, dass wir die Tickets für die MS Anna haben. Auf diesen Dingern sollte man besser nicht herumklettern. Daran werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Ja, das wissen wir. Aber danke für die Info. Da schauen wir mal hier. Mein Herz schlägt für Vogel-Pokémon. Ich ziehe mit meinem Pokémon-Partner bald los, um einen Habitat zu fangen. Nicht wahr, Patte? Porenta! Mit der Lauchstange. Ha, geil. Erinnert mich so ein bisschen an Hatsune Miku, oder wie die ausgesprochen wird. Die eine da mit den blauen Haaren, die bei Just Dance mit der Porrig-Stange rumtanzt. Kennt ihr das Lied? Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen. Yeeha! Das Hunde-Pokémon, Fukano oder Mauzi, das Katzen-Pokémon. Welches ist dein Favorit? Fukano. Moment, du musst gar nichts sagen. Ich sehe dir die Antwort schon an. Verzeih meine überflüssige Frage. Wenn du mir zeigst, dass du 5 Exemplare des Hunde-Pokémons Fukano gefangen hast, schenke ich dir ein unvergleichliches Pokémon, das dich auf seinem Rücken reiten lässt. Oho, du hast also 5 Fukano gefangen. Ich halte mein Versprechen und überreiche dir mit Freuden dieses hervorragende Pokémon.
Ein Snowbilly Cat? Was? Für Snowbilly Cat wurde ein Eintrag im Pokédex. Es trägt ein leuchtendes Juwel auf der Stirn. Zusammen mit seinen anmutigen Gangen wirkt es dadurch elegant wie eine Königin. Hä? Wenn sich das wunderbare Katzen-Pokémon Mauzi entwickelt, wird daraus Snowbilly Cat. Ha ja, egal wie viele Pokémon ich aussehe, Snowbilly Cat ist und bleibt das prächtigste. Du willst wissen, warum ich dich Fukano habe fangen lassen, obwohl ich ein Fan von Mauzi und Snowbilly Cat bin? Ich wollte herausfinden, ob du trotz all der prächtigen Fukano erkennst, dass einfach nichts über Katzen-Pokémon geht. Okay. Wir spielen Let's Go Pikachu. Wir mussten 5 Fukano zeigen, um Snowbilly Cat zu bekommen. An alle Let's Go Evoli-Spieler musstet ihr auch entscheiden und musstet ihr 5 Mauzi vorzeigen, um ein Arcani hier zu bekommen? Das würde mich mal interessieren. Snowbilly Cat Level 16. Lol. Aber wenn wir dieses Snowbilly Cat jetzt in meinem Team packen. Oh, welches packen wir raus? Na komm, Mankey. Team. So, dann müssen wir mal bewegen. Dann packen wir mal Shillock an Anfang. Ist ja cool. Dann sind wir auch viel schneller unterwegs. Ist ja nice. Mega gut. Geil. Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihren Trainer lieber tragen, als neben ihm herzulaufen. Wie cool muss das sein, wenn man auf seinem Pokémon fliegen oder sogar über Wasser flitzen kann? Carpador. Ah, Carpador gehört auf jeden Fall nicht zu den Pokémon, die... Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Gehört auf jeden Fall nicht zu den Pokémon, die einen tragen können. Schau mal, hat mein Pikachu nicht einen niedlichen Schweif? Pikachu! Ich liebe mein Europ. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Ah. Unser Vorsitzender redet ununterbrochen über Pokémon. Vor dir sitzt der Vorsitz des Pokémon-Fansclubs. Mehr als 100 Pokémon habe ich bereits gefangen und kein Ende ist in Sicht. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasseln wie ein Wasserfall. Also, bist du gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja, erzähl mal. Sehr schön, los geht's. Also, mein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Es ist unfassbar so süß. Nee, es ist so unfassbar süß, klug und bla 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 bla. Sein Fell ist so glatt und majestätisch und bla 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 bla. Du siehst das doch genauso, oder? Du musst nichts sagen. Ich verstehe schon. Es ist so bla 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 bla. Selbst wenn es schläft, ist es ganz warm und bla bla bla. Einfach wunderschön. Oh ja, ich liebe es. SK. Oh, hoppla. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier, ein kleines Geschenk von mir. Du erhältst ein Pikachu-Set vom Vorsitzenden. Du verstaust das Pikachu-Set in deinem Klamottenkoffer. Das ist ein Klamotten-Set. Damit kannst du dich an den Stil deines Partner-Pokémon anpassen.
dann könnt ihr im Partnerlook auftreten. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Klamottenkoffer? Pikachu? Pikachu, gelb. Okay. Ich dachte als... Okay, nice. Tasche. Und die Pikachu-Tasche. Ist ja cool. Aber die Hose machen wir nicht gelb. Das sieht sonst ein bisschen zu. Sportliche Shorts lassen wir mal dabei. Okay. Cool. Mein niedliches Galopper. Ich und meine geliebten Pokémon. Wir hatten Evoli und Pikachu auf dem Schoß. Ist das ein Zufall? Mein geliebtes Ivitak. Kann ich auch schwärmen? Wenn das nicht ordentlich mein ist, wie läuft es denn mit deinem Partner? Wenn Chucky und du euch blendend versteht, müssen wir dringend miteinander sprechen. Okay, die Zuneigung zwischen Chucky und mir ist anscheinend noch nicht auf Maximum. Aber ich krieg bestimmt ein Fleißband oder so. Oder irgendwas kriege ich bestimmt von dem. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Hier geht's zur Arena von Urania City. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Du siehst so aus, als hättest du keinen blassen Schimmer, wie du das anstellen sollst. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Kapitän der MS Anne ein Profi im Stutzen von Sträuchern. Vielleicht kann er dir ja helfen. Ja, nicht nochmal der gleiche Text. Einmal reicht das. Ja, danke. Okay. Das war auf jeden Fall der Hinweis darauf, dass wir zuerst zur MS Anne müssen. Die MS Anne ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Urania City Halt. Willkommen auf der MS Anne. Warte, hast du überhaupt dein Ticket? Ja. Vielen Dank, willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Jetzt auch noch das Matrosenset bekommen. Ja, okay. Während wir uns auf der MS Anne aufhalten, nehmen wir mal. Haha, witzig. Lol. Kopfbedeckung. Solange wir auf dem Schiff sind, werden wir jetzt mal das Matrosenzeug tragen. Wobei. Ja, doch. Komm. Hä? Na gut, Taschen. So, jetzt tragen wir komplettes Matrosen-Set. Was für ein großes Schiff. Andismal, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wimmelt nun so von Trainern. Sieh an, da ist ja Andy Smile. Ach, und Karl auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee. Ich wurde nur zu einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mach mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Yantara-Sable.
Okay. Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ich habe schon mal gegen sie gekämpft. Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Howdy, ciao. Alter, Blau ist voll lässig. Blaueich. Ja, warum haben sie ihn nicht Gary genannt, Mann? Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Ah, hier können wir unsere Pokémon heilen. Was? Ich erinnere sie an ihren kleinen Bruder? Okay. So. Wer bist du denn? Hier einfach ohne ein Wort reinzuplatzen. So ein unhöfliches Kind. Tja. Wollt nur mal höflich fragen, wie es so geht? Robert. Wie gut, dass Shilock vorne ist. Ah ja, übrigens habe ich Shilock Siedewasser beigebracht. Hat sich angeboten. Jawohl. Gut, abgesehen davon. Abgesehen davon, dass Siedewasser beziehungsweise Fukano natürlich nicht verbrannt werden kann. Glutexo erreicht Level 24. Ich habe keine Manieren. Warum? Ich will meine Ruhe haben. Raus mit dir. Alter, wie liegt denn der da? Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. So sieht er auch aus. Man bucht doch keine Kreuzfahrt, um den ganzen Tag in der Koje zu gammeln. Oder? Was sagt ihr dazu? Mein Partner Pokémon Marshock ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen mit mir nichts, dir nichts verschieben. Marshock. Ja. Warum hast du dann nicht das TM Stärke für mich oder so? Felsen verschieben? Für einen echten Matrosen gehören Kämpfe einfach zum Alltag. Und ich dachte eher, die Reling putzen. Leonard. Und er setzt ein Phlegmon ein. So, jetzt muss ich glaube mit einer Normalattacke aufwarten. Und zwar noch Kopfnuss. Oh, nö. Das macht ja so gut wie nichts. Okay, dann wechseln wir mal auf Chucky. Los, Chucky! Witzig. Heuler. Ah, wir können jetzt getrost den... Wobei, machen wir einen Donnerblitz. Ha, erledigt. Ja, so gefällt mir das. Was für ein Kampf. Und drei Pokébälle. Hat der was? Nee,
Wobei, bei meinem Look könnte man denken, dass ich schon Matrose bin, ne? Hyperheiler. Hm. Oh. Du scheinst ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein. Das gefällt mir. Was macht der Bauarbeiter mit seiner kompletten Montur? Elektriker, Igor. Gab es hier einen Stromausfall oder was? Magnetilo. Oh oh. Da wechsle ich mal direkt. Ich habe ja hier einen Doppelkick. Pika Pikachu! Doppelkick. Erledigt. ...116 Erfahrungspunkte. Also, eine Sache auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich demnächst wieder, ja, gezielt Pokémon fangen will, dann werde ich mein Team austauschen. Weil meine Pokémon sind ein bisschen überlevelt, finde ich. Oh nein, verloren! Wobei später, also die Pokémon-Liga könnte schon ziemlich schwierig werden. Damals war es noch so, dass man dann schon irgendwie Schwierigkeiten hatte. Zum Ende hin. Okay. Hat gerade ein bisschen gesponnen. Auch Matrosen haben Pokémon an ihrer Seite. Wischmopp oder was? Heinz. Anton. So, was machen wir jetzt? Komm, Kopfnuss. Rutenschlag, naja. Mit dreimal Kopfnuss müsste es eigentlich... Nee. Okay, jetzt wechsle ich. Das ist mir zu gefährlich. Come on. Hm. Komm, wir machen mal Bisaknoss. Also ich muss sagen, dass das neue Fangsystem hat dafür gesorgt, dass Pokémon-Fangen mehr Spaß macht. Hab ich zumindest das Gefühl. Also damals in der ersten, auf den alten Editionen, da hatte ich zu dem Zeitpunkt in der Story vielleicht 20 oder 30 Pokémon. Und ja, ich habe hier, ich glaube, jetzt 40 oder 50 Pokédex-Einträge. Das ist schon... Ah, nee, können wir lassen. Also, ich fange auf jeden Fall wesentlich mehr Pokémon, dadurch, dass das Fangsystem leichter gemacht worden ist. Reife Leistung. Und das Item? Oh, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Beziehungsweise woran ich mich erinnert habe? Wenn ein Item in der Nähe ist, dann fängt der Schweif von Pikachu an zu wackeln. Hey, naja, ich weiß ja nicht, ob Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Aber ich jedenfalls hab nur Pokémon aus dem Meer. So siehst du auch aus.
Wahrscheinlich setzt er jetzt so Carpador ein oder so. Goldini. Na gut. Los, Schiller. Kopfnuss. Also effektiv muss man ja überlegen. So, Siedewasser hat eine Stärke von, ich glaube, 80. Dadurch, dass Shilock vom Typ Wasser ist. Schauen wir mal. Ja, 80. Dadurch, dass Shilock vom Typ Wasser ist, hätte es eine Stärke von 120. Aber würde geteilt durch 60 gerechnet. Nee, geteilt durch 2. Weil es nicht sehr effektiv ist. Und hätte dann eine Ausgangsstärke von 60. Kopfnuss hat eine Stärke von 70, aber da wird weder was abgezogen, noch was hinzugefügt. Also von daher fällt die Wahl auf Kopfnuss leicht. Sepa. Setzen wir Chucky ein. Aber ich finde gut, dass man vorher die Statuswerte und Attacken des Pokémons nochmal einsehen kann, bevor man es letztendlich auswählt. Dutzi Turbo. Die Leiste ist einfach so schnell weg. Ich habe ihn erwischt. Kann man so sagen, ja. Oh, Sackgasse. Ist ja unglaublich, dass wir gerade durch 5 Türen durch sind. So, währenddessen können wir eigentlich kurz noch heilen. Und ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich noch ein anderes TM. Schaufler könnte Shilock auch lernen. Oh, Routenschlag weg. Dann haben wir noch eine alternative Attacke. Zahltag bereits erlernt. Team Rocket, wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Nö. Oh, danke für die Info. Die Hälfte der Besatzung habe ich schon besiegt. Stuart, ich hätte gerne etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. Steht vor dir. Haha. Knuddeluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Ach, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Die sagen irgendwie das Gleiche. Alle das Gleiche. Die finden alle die Kreuzfahrt wundervoll. Muss irgendwie was dran sein, oder? Meine Pokémon stammen aus aller Welt. Du musst sie dir mal ansehen. Na, dann werfe ich mal mein geschultes Auge drauf. Alexis. Ein Taubsi setzt sie ein. Tja, da können wir auf jeden Fall mit unserer neu gelernten Attacke nichts anfangen. Nehmen wir Siedewasser. War ja klar, ruckzuckhieb. Und es verbrannt. Nice. Ist irgendwie witzig, mit einem Wasser-Pokémon den Gegner zu verbrennen.
Und Taubsi wurde besiegt. Pikachu als nächstes. Ha! Kampf. Schaufler. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es Ruckzuckhieb einsetzt, aber besser als eine Elektroattacke. Ha! Bam! One-Hit. Sehr gut. Schaufler war eine sehr gute Idee. Dieser Knopf erreicht Level 26. Schönheit Alexis wurde besiegt. Schön, schön. Aber ich würde sagen, uns erwarten hier, ich glaube, nochmal zwei Trainer. Bevor wir weitermachen, beenden wir die heutige Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Macht's gut. Bis dann.